Ich habe gestern ein Paket bekommen. Ein Paket an den Bundestagsabgeordneten Stefan Keuter von der Tierschutzorganisation PETA. Ja, über Geschenke freut man sich ja grundsätzlich. Die erste Freude verging mir, als ich dieses Paket öffnete und das Anschreiben rausnahm, was PETA mir da geschrieben hatte. Sie hatten das Ganze nämlich überschrieben mit ein veganes Klimapaket als Inspiration für verstärkten Klimaschutz und Tierwohl. Ja, wenn ich mir dieses Paket angucke und mir die Inhalte angucke, sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Wenn ich mir die Inhalte dann genauer angucke, ich sag mal, mit einer Hafermilch kann ich notfalls noch leben. Skurriler wird es dann, wenn ich Frikadellen auf Erbsenbasis habe, beziehungsweise nur ein Pulver dazu, das ich mir dann selber anrühren muss und dann wohl vegane Buletten habe. Ich sag mal, entweder Essigbuletten, dann ist da Fleisch drin, oder ich lasse es sein, dann esse ich halt Erbsen oder gar nichts. So, aber besonders hängen geblieben bin ich hierbei, bei diesen Salamischeiben. Und ich kam gestern ins Büro, hatte echt Hunger, habe gesagt, Mensch, das probiere ich doch mal aus. Ich bin erstmal daran interessiert, wie so Fleisch schmeckt, was gar kein Fleisch ist. Ja, daraus ist nichts geworden. Und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, dieses Schreiben von Peter ist auf den 24. Januar terminiert. Angekommen am 26., sprich gestern. Und am 10. Januar, also 2 Wochen vorher, ist dieses Produkt abgelaufen. Wir sehen es wahrscheinlich auch hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das die spezielle Zusammenstellung für die AfD war, um hier Politiker zu vergiften. Ich will das mal nicht unterstellen. Aber ich sage ganz klar, sowas braucht kein Mensch. Entweder esse ich Wurst oder ich lasse es bleiben und brauche hier keine veganen Salamischeiben, schon gar nicht, wenn die abgelaufen sind. Weg damit, braucht kein Mensch. Euch alles Gute, lasst euch euer Wurstbrot, lasst eure Bulette schmecken. Wir stehen als AfD immer dafür, dass man sich nachhaltig ernähren sollte, dass man auf die Umwelt, aber auch auf die Mitkreatur, nämlich die Tiere, achten sollte. Nichtsdestotrotz sind es Nutztiere, sie sind unter anderem auch zum Verspeisen da. Und genießt das Fleisch, genießt es mit Bedacht, verschwendet es nicht, aber lasst euch euer Fleisch schmecken. Alles Gute aus dem Bundestag, euer Stefan Keuter.